habe ich die Ehre, einen ganz besonderen Mann anzukündigen hier bei uns in Nordheim, den thüringischen Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden der AfD, Herrn Björn Höcke! Liebe sturmfesten und erdverwachsenen Niedersachsen, liebe Landsleute und liebe Fans jenseits der Absperrung, ich freue mich, zu euch sprechen zu dürfen. Meine Vorredner haben das schon sehr deutlich gemacht. Jede Wahl in Deutschland, egal ob es eine Kommunalwahl ist, wie die, die er jetzt hier in Niedersachsen absolviert, oder eine Landtagswahl oder eine Bundestagswahl, sind immer in der Lage, in der sich unser Land befindet, sind immer Abstimmungen über den asylpolitischen Amoklauf der Altparteien und das Totalversagen der verbrauchten Alteliten. Und mein hochwertgeschätzter Parteifreund Dr. Alexander Gauland hat dieses Totalversagen der Eliten ja auch schon angesprochen. Für mich sind es keine Eliten. Jeder Staat braucht Eliten. Auch eine Demokratie braucht selbstverständlich Eliten, damit sie funktioniert. Diese Eliten, die wir haben, sind Alteliten, weil sie verbraucht sind und in den letzten Jahren total versagt haben. Und was da hinten gerade passiert, diese Lautstärke, die leider von der Polizei auch toleriert wird, ist eindeutig ein Verstoß gegen § 21 des Versammlungsgesetzes. Und ich bitte alle Anwesenden, einfach mal Strafanzeige zu stellen bei eurem netten örtlichen Polizeibeamten. Liebe Freunde, diese Alteliten haben willentlich oder aus Unwissenheit oder aus Dummheit seit Jahrzehnten eine Politik gegen das eigene Volk gemacht. Und da gibt es ja einige, auch in unseren Reihen, die sagen, ja Björn, du musst es verstehen, wir sind eben kein souveränes Land. Das ist das große Problem, das dieses Land hat, wir sind nicht souverän. Ja, wir können diese Diskussion führen und sicherlich gibt es auch Souveränitätseinschränkungen. Aber wir haben noch viel von unserer Souveränität selbst, oder diese Anti- oder Alte-Lied haben noch viel von unserer Souveränität selbst übertragen, ohne Not und ohne Verstand. Und Alexander Gauland hat es mal vollkommen zu Recht so thematisiert und angesprochen, liebe Freunde. Wenn ein Volk souverän sein will, dann wird es auch souverän. Natürlich hatten wir in Westdeutschland nach dem Krieg eine Phase der Unselbstständigkeit. Aber sogar Adenauer, der in den 50er Jahren operierte, unter diesen schwierigen Nachkriegsbedingungen, hat doch die Gestaltungsräume für unser Land erweitert. Und dann kamen die 60er Jahre. Und jeder, der sich mit Zeitgeschichte beschäftigt hat, weiß, dass dort Räume entstanden sind, die von einer selbstbewussten, von einer patriotischen, von einer selbstverständlich an der Zukunft des eigenen Volkes interessierten Elite auch gestaltet hätten werden können. Aber diese 60er Jahre mit ihren Freiheitsmöglichkeiten und die Jahrzehnte danach sind nicht gestaltet worden, liebe Freunde. Die Altparteien haben ohne Not, und ich will nur einige Punkte des Totalversagens hier aufzählen, sie haben ohne Not seit den 70er Jahren über den Familiennachzug unsere Sozialversicherungssysteme geöffnet. Geöffnet Menschen, die dort niemals einen Beitrag geleistet haben, die niemals einen Beitrag gezahlt haben für unsere Sozialsysteme. Und ich kann mich noch an dieses krude Diktum von Willy Brandt erinnern. Ja, wir haben Gastarbeiter gerufen und es sind Menschen gekommen.
das ist Humanitarismus, das ist Hypermoralismus. Damit kann man leider keinen Staat regieren, liebe Freunde. Wenn wir Politiker mit Rückgrat gehabt hätten, dann wäre es dabei geblieben. Vertrag ist Vertrag. Wir haben Gastarbeiter gerufen und wir haben Gastarbeiter entsprechend beschäftigt und diese Gastarbeiter wären danach auch wieder in ihre Heimat zurückgegangen. Und ohne Not, aus selbstständigem Antrieb, aus einer souveränen Entscheidung heraus, ohne Not hat man Anfang der 90er Jahre die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft in eine Transferunion zu Lasten Deutschlands umgewandelt. Und ohne Not, liebe Freunde, betreiben die Alteliten diese ruinöse Euro-Rettungspolitik, die den deutschen Steuerzahler in unvorstellbarem Ausmaß schon belastet hat und in Zukunft noch belasten wird. Und jetzt wollen sie auch noch das Bargeld abschaffen, um mit Negativzinsen die Sparvermögen der Bürger noch effektiver plündern zu können. Das ist eine Schande für diese alte Elite, liebe Freunde. Und ohne Not haben die Alteliten mit der totalen Grenzöffnung am 4. September 2015 unsere innere Sicherheit, unsere soziale Sicherheit aufs Spiel gesetzt und islamistischen Terror importiert. Diese Alteliten, liebe Freunde, sind eine Ansammlung von Totalversagern. Sie müssen weg. Die Alteliten, die scheren sich nicht um deutsche Interessen. Und Alexander Gauland hat das Thema auch schon angesprochen. Gestern war es in den Medien relativ breit in der Diskussion, die Visafreiheit für die Türkei. Und der Tenor der Pressemitteilung war, die Tür für die Visafreiheit der Türkei ist weit geöffnet. Das ist der Stand der Diskussion. Wir erinnern uns. Die Visafreiheit ist Teil des schmutzigen Deals, anders kann man das nicht sagen, des schmutzigen Deals zwischen Merkel und dem kleinen Sultan in der Türkei namens Recep Erdogan. Und diese Visafreiheit ist ein besonderes Politikum, weil bei der Türkei handelt es sich nicht um einen normalen Staat. Das ist ein 80-Millionen-Volk, diese Türken. Die haben einen Geburtenüberschuss, der einfach gigantisch ist. Zusätzlich ist das ein Land, das ethnisch gespalten ist. Da gibt es die Kurden und da gibt es die Türken. Und Sultan Erdogan hätte nichts lieber, als dass er die Kurden nach wohin importieren, exportieren kann. Na, nach Europa doch logischerweise. Und dieser Recep Erdogan, das ist auch ein besonderer Mann. Denn dieser Recep Erdogan, der hat eine ganz besondere politreligiöse Agenda. Und die setzt er ganz zielstrebig durch. Die meisten von euch wissen es. Er hat als Oberbürgermeister von Istanbul schon 1997 gesagt, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette und die Gläubigen unsere Soldaten. Zitat Ende. Und jetzt setzt er seine politreligiöse Agenda weiter um. Jeder von euch weiß das. Und wir müssen unsere deutschen Mitbürger darüber aufklären, weil das noch größtenteils Unwissenheit ist für das unaufgeklärte Volk. Der türkische Staat missioniert systematisch im Ausland. Die staatliche türkische Religionsbehörde bezahlt 970 Imame, die in deutschen Moscheen predigen. Und liebe Freunde, die predigen wahrscheinlich nicht nur Nächstenliebe, die predigen wahrscheinlich nicht nur Toleranz und die predigen wahrscheinlich nicht nur, wie man sich in einem demokratischen Rechtsstaat verhält. Und bereits im Mai 2015 rief Erdogan, der türkische Staatspräsident, Tausenden von Menschen in Karlsruhe zu. Ich zitiere Recep Erdogan. Ihr seid unsere Macht außerhalb des Landes, unsere Religion, unser Glaube ist unser Alles. Zitat Ende Erdogan 2015 in Karlsruhe vor zehntausenden türkischen Landsleuten. Und dieser Sultan Erdogan, der mischt sich immer dreister in die deutsche Innenpolitik ein. Und das hat auch die Kölner Demonstration vor einigen Wochen gezeigt.
wo Zehntausende türkische Demonstranten nichts anderes gemacht haben als türkische Innenpolitik. Und diese Menschen, die haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht integriert und sie werden sich in den nächsten Jahrzehnten nicht integrieren. Diese Menschen haben eine ungeteilte Loyalität und diese Menschen haben eine Heimat und das ist die Türkei. Und das ist grundsätzlich auch gut so, liebe Freunde. Wir haben schon Millionen nicht integrierter Muslime, die in Deutschland in Parallelgesellschaften leben. Wenn jetzt die Visafreiheit für die Türkei kommt, dann wird unser Land noch muslimischer, als es schon ist. Und die fünfte Kolonne von Erdogan in Deutschland wird noch einmal stärker. Und im deutschen Interesse, und die AfD ist angetreten mit dem Mut, deutsche Interessen zu formulieren, liebe Freunde, im deutschen Interesse kann es nur heißen, die Tür zur Visafreiheit für die Türkei muss zugeschlagen werden. Und ich verspreche euch, wir werden diese Tür zuschlagen in dem Augenblick, in dem ein AfD-Politiker im deutschen Bundeskanzleramt sitzt. Und die Zeit. Und die Zeit ist nicht mehr fern, liebe Freunde. Und Alexander Gauland hat es vollkommen richtig beschrieben. Wir sind der natürliche Nachfolger der degenerierten ehemaligen Volkspartei CDU. Wir sind die lang ersehnte bürgerlich-patriotische Alternative für Deutschland. Und diese Tür Richtung Visafreiheit für die Türkei, die wird so lange zubleiben, bis der Islam von einer Politikreligion in eine normale Religion transformiert worden ist. Also am Sankt-Nimmerleins-Tag! Ich habe es immer wieder betont und es ist so wichtig, das immer wieder zu artikulieren. Wir wollen ja nichts Ungewöhnliches. Wir als AfD wollen ja nur etwas, das eine Selbstverständlichkeit ist in allen anderen Ländern dieser Erde. Wir wollen, dass eine neue politische Elite in diesem Lande im Interesse unseres Volkes endlich deutsche Interessen formuliert, diese Interessen transparent macht und selbstverständlich im Ausgleich mit unseren Partnern in der Welt auch durchsetzt. Na, was denn sonst? Und das ist nichts weiter als eine Rückkehr zur Normalität. Eine Rückkehr zur Normalität. Und diese Rückkehr zur Normalität versuchen die verbrauchten Altparteien im Schulterschluss mit den verbrauchten Altmedien zu verhindern. Und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Und was die Altmedien in den letzten Wochen im Vorfeld der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet hat, das spottet wahrlich jeder Beschreibung, liebe Freunde. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Das ist politische Agitation in Reinform. Ich will euch mal einige Überschriften in den großen Leitmedien dieses Landes vorlesen, die ich in den letzten Wochen gefunden habe. Die Bild-Zeitung. AfD-Märchenstunde in ZDF-Talksendung. Oder AfD will Flüchtlinge ohne Pass in Lager stecken. Oder erst provozieren, dann Rückzug. Wer hat die Pöbeltaktik erfunden? Trump oder die AfD? Frankfurter Allgemeine Zeitung. Populismus. Die AfD will keine Diktatur, sie will die Katastrophe. Lügenpresse! 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 Oder die Tageszeitung Die Welt. Meinung AfD, Selbstbewusstsein gegenüber der Ressentimentpartei.
Oder, und das ist für mich die absolute Krönung gewesen, als ich das in der Welt gelesen habe, da bin fast ich noch vom Glauben abgefallen. Entscheidungshilfe, warum Sie die AfD nicht wählen sollten. So sieht kein freier Journalismus aus. Das ist Politikpropaganda und zwar zu 100%, liebe Freunde. Es geht diesen Schreiberlingen, und anders kann ich es nicht beschreiben, ja, ich muss diesen despektierlichen und sicherlich auch diskretierenden Begriff benutzen, es geht diesen Schreiberlingen nicht mehr darum, als vierte Gewalt, das war die Presse ja mal, als vierte Gewalt Transmissionsriemen von Volkes Stimme zu sein und die etablierte Politik zu kontrollieren. Es geht nur noch darum, die bröckelnde Macht des Altparteienkartells zu stützen. Und die etablierten Medien haben sich im Vorfeld der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern den Namen, den ich eigentlich bisher niemals in den Mund genommen habe, aber ich kann verstehen, wenn man ihn in den Mund nimmt. Diese etablierten Parteien haben mit dem, was sie da geleistet haben, sich den lahmen Lügenpresse wieder mal redlich verdient, liebe Freunde. Und es gibt da gar nichts anderes zu deuteln. Genauso wie die Kollegen da hinten von der anderen Feldpostnummer, meine Fans jenseits der Absperrung, DDR 2.0 sind. Genauso ist das, was unsere Presse hier veranstaltet, nichts anderes als DDR-Niveau. Und dann das Sakrileg, dass die Kanzlerdiktatorin. Die Kanzlerdiktatorin, und das hat Alexander Gauland auch schon bemerkt, und hier entsprechend dargestellt, die Kanzlerdiktatorin Angela Merkel hat nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die Altparteien zu einer Volksfront gegen die AfD aufgerufen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Partei, die bei den letzten Wahlen von über 20% mündiger Bürger gewählt worden ist. So polarisiert man ein Volk, Frau Angela Merkel. Und ich könnte jetzt den Rücktritt von Angela Merkel fordern, aber das wäre zu billig, denn liebe Freunde, diese Frau ist bereits Geschichte, wenn auch keine schöne, das muss ich zugeben. Und wir können voller Zuversicht in die Zukunft gucken, liebe Freunde. Unsere Zeit kommt und sie kommt mit Riesenschritten näher. Und der politisch feinfühlige Beobachter, der hat es schon vor einigen Jahren gespürt, dass sich etwas in unserem Volk verändert, dass ein Mentalitätswandel eingesetzt hat. Die Stimmung im Volk hat sich verändert. Und auch schon lange vor der totalen Grenzöffnung am 4. September 2015. Und ich glaube, künftige Historiker, die auf diese Zeit zurückgucken, die werden in dieser Gegenwart, die wir gerade erleben, eine Schleusenzeit diagnostizieren. Und das ist eine Schleusenzeit, die man sehr schön in ein Bild gießen kann, nämlich in das Bild einer Sanduhr. Bei einer Sanduhr ist das folgendermaßen. Der Sand rieselt von oben nach unten und man merkt am Anfang gar nicht, dass das Behältnis oben in seinem Inhalt immer weniger wird. Man sieht gar nicht, dass unten der Sand immer mehr wird. Aber auf einmal, nach einiger Zeit, dann tut es einen gewaltigen Rutsch und dann ist der Inhalt des oberen Gefäßes auf einmal im unteren Gefäß angekommen. Und in so einer Schleusenzeit, liebe Freunde, leben wir im Augenblick. Ja, bravo! Und wir haben als AfD diese Schleusenzeit maßgeblich katalysiert. Wir sind verantwortlich im positiven Sinne dafür, dass hier etwas ins Rutschen gekommen ist. Man muss sich das immer wieder ins Bewusstsein führen. Nach nur 3 Jahren Existenz als Partei sitzen wir jetzt in 9 Landtagen mit überragenden Ergebnissen. Und wir werden jetzt hier in Niedersachsen ein überragendes Ergebnis einfahren und in einer Woche, da erobern wir auch das Abgeordnetenhaus in Berlin. Selbstverständlich!
das kann man eigentlich nur in einem Begriff beschreiben, was hier passiert ist in den letzten 3 Jahren in diesem Lande und diesem kometenhaften, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland historisch einzigartigen Aufstand unserer neuen bürgerlich-demokratisch-patriotischen Alternative. Das ist nichts anderes, liebe Freunde, als eine parteipolitische Revolution. Und die werden wir bis nach Berlin 2017 tragen. Die Wahlergebnisse, und das habe ich eingangs klar gemacht, sind immer ein Indikator für die Unzufriedenheit im Volk mit der Politik der verbrauchten Alteliten. Und die Wahlergebnisse der letzten 3 Jahre, die zeigen für ganz Deutschland, egal wo die Wahlen stattgefunden haben, dass die Menschen von der Dauerrevolution im Bildungswesen, von den Verrücktheiten des Genderwahns, von der dämlichen politischen Korrektheit und von der idiotischen Multikulti-Ideologie die Nase gestrichen voll haben. Und der Geist, liebe Freunde, der Geist ist bereits aus der Flasche und er entsteigt dieser Flasche und er wird groß und mächtig. Er dehnt sich aus hier über Niedersachsen und er dehnt sich aus über ganz Deutschland. Und es ist ein guter Geist, der dort aus der Flasche aufsteigt. Und die Altparteien werden diesen guten Geist eines lebendigen, vitalen, sachlichen und selbstbewussten neuen Patriotismus nicht mehr in die Flasche zurückkriegen. Ohne diesen neuen, vitalen, sachlichen, selbstbewussten Patriotismus wird es für uns als freie Bürgergesellschaft in der Mitte Europas keine Zukunft geben. Aber ich und ihr auch, wir wollen diese Zukunft in der Mitte Europas. Wir wollen aber nicht irgendeine Zukunft, nein, wir wollen eine Zukunft in Freiheit und Selbstbestimmtheit und Volkssouveränität. Und wir wollen für unsere Kinder vor allen Dingen eins, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber den entrückten Altparteien weltentfern gerückt. Wir wollen eine deutsche Zukunft in der Mitte Europas, liebe Freunde. Dafür kämpfen wir. Dafür habt ihr ja auch hier in Niedersachsen wochenlang gearbeitet. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Dafür arbeiten wir in ganz Deutschland. Dafür leiden wir auch manchmal in ganz Deutschland. Aber das tun wir gerne, wenn es um die Zukunft unserer Kinder geht. Dafür streiten wir in ganz Deutschland. Und dafür, liebe Freunde, werden wir in ganz Deutschland den Sieg davontragen. Ich danke euch. So, liebe Freunde und Patrioten, wir nähern uns langsam dem Ende, aber es wäre kein vernünftiges Ende, wenn wir diese Versammlung nicht beenden und schließen mit unserer deutschen Nationalhymne, liebe Freunde. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Volk.